Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir den zweiten Teil meiner Zeig ein Video das Reihe, wobei es ja eigentlich in dem Sinne keine Reihe ist. Ich hatte euch letztens auf Instagram gefragt, ob ihr mir wieder Vorschläge machen könnt für ein Zeig ein Video das Video. Das war jetzt irgendwie ein seltsames Deutsch, I'm so sorry. Aber es waren so viele Fragen, dass ich das nicht alles in einem Video unterbringen konnte. Deshalb machen wir heute den zweiten Teil. Im ersten gab es 10 Aufgabenstellungen und heute gibt es auch wieder 10 Aufgabenstellungen. Insgesamt waren es über 40, von denen aber einige auch doppelt genannt wurden. Ich würde sagen, ich babbel jetzt gar nicht lang groß herum, sondern wir starten mit der ersten Aufgabenstellung. Zeige ein Buch, dessen Ende du gerne geändert hättest. Und da muss ich mal rausziehen, möchte ich gerne The Inheritance Games nennen. Ich habe die Reihe super gern gelesen. Es war super spannend mit den 4 Brüdern und Avery die Rätsel des verstorbenen Großvaters zu lösen. Aber das Ende hat mich nicht zufriedengestellt. Ich kann euch noch nicht mal genau sagen, was mich daran so gestört hat, aber die Auflösung insgesamt hat mich nicht glücklich gemacht. Und ein Buch oder in der ganzen Reihe wird so viel Spannung aufgebaut und am Ende war es irgendwie dann so, du bist total gespannt und dann macht es einfach nur so. Du denkst dir, okay, das war ein Satz mit X. Ich kenne super viele, die das Ende trotzdem toll fanden, aber mich konnte es leider nicht begeistern und deshalb würde ich dieses Ende gerne umschreiben. Dann ein Buch, das du gerne zum ersten Mal wieder lesen würdest. Ich habe im letzten Video ja meine Ich-halte-die-Reihe-nicht-in-die-Kamera-Regel gebrochen. Das heißt, ich kann für dieses Video die Regel auch gerne noch einmal brechen, denn es gibt ein Buch, das würde ich bei dieser Aufgabenstellung immer und immer wieder in die Kamera halten und das ist und bleibt Harry Potter, weil ich diese Reihe abgöttisch liebe, weil es meine absolute All-Time-Favorite-Lieblingsreihe ist und ich weiß, wie es damals für mich war. Die Bücher sind erschienen und ich habe dem Erscheinungstermin immer entgegengefiebert und war leider noch zu jung, um vor der Buchhandlung zu kampieren. Wäre das heute so der Fall und es gäbe wieder eine Buchreihe mit so einem enormen Hype. Leute, ich würde Maler bei ihrem Papa abschieben und würde die Nacht in der Buchhandlung kampieren. Es wäre mir egal. Damals war das wirklich so und ich würde morgens um 8 Uhr der Buchhandlung die Tür einrennen, wenn es einen weiteren Harry Potter Band zum Beispiel geben würde. Oh Gott, ich würde sterben. Von daher, bevor ich jetzt hier in Euphorie verfalle, ein Buch, das ich auf jeden Fall immer und immer wieder zum ersten Mal lesen wollen würde, ist die Geschichte von Harry und Hogwarts. Die nächste Aufgabenstellung lautet: Zeige ein Buch von einem unbekannten Autoren oder einer unbekannten Autorin. Und da dachte ich mir, ich zeige doch einfach ein Buch von einer Self-Publisherin, die vielleicht nicht unbekannt ist. Ich meine, das liegt ja immer im Auge des Betrachters, ob man einen Autor kennt oder nicht. Aber ich denke mir halt immer so, Self-Publishing ist ein Haifischbecken oder die Buchbranche ist ein Haifischbecken. Und wenn du keinen Verlag hinter dir hast, der dein Marketing macht und du alles wirklich von A bis Z alleine machen musst als Self-Publisher, dann bist du halt oftmals, man kann jetzt nicht alles pauschalisieren, aber bist du oftmals einfach nicht so bekannt wie eine Lena Kiefer oder eine Lilly Lucas. Ich habe mich für Ich befreie dich von Jasmin Meyer entschieden. Ich habe das Buch damals beim Bookish Christmas bekommen und habe es eigentlich sehr, sehr gerne gelesen. Es gab so ein paar Momente oder Szenen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen drüber, aber künstlerische Freiheit, ja, im Großen und Ganzen hat das meiste doch irgendwo zur Geschichte gepasst. Aber ich dachte mir, ich zeige es euch jetzt, um einfach noch ein bisschen Werbung für das Buch zu machen, weil ich als eigener Self-Publisher ja gerne andere Kollegen ein bisschen supporte. Zeige ein Buch, das deiner Meinung nach verfilmt werden sollte. Und da habe ich ganz, ganz viele in meinem Regal stehen, die ich gerne auf Leinwand sehen wollen würde. Und habe mich für eine große Reihe entschieden, von der ich auch aktuell den 3. Band lese. Und ich denke, einige von euch würden mir zustimmen, dass das ein richtig toller Film oder eine richtig tolle Serie werden würde. Eher Film, denke ich mal. Crescent City von Sarah J. Maas.
Es ist ein riesen Fantasy-Epos, wie ich finde. Und es wäre ein absolut genialer Film. Oder es wäre absolut genial, da auch Darsteller für zu suchen. Ich hätte schon so viele Darsteller im Kopf für die verschiedenen Charaktere. Das ja, würde mir Spaß machen, da vielleicht auch mal ein Video draus zu machen. Welche Schauspieler würdest du besetzen, wenn du ein Buch verfilmen müsstest? Ich glaube, das mache ich demnächst auch mal. Das klingt irgendwie nach einer Menge Spaß. Dann wurde ich gefragt, zeig ein Buch, das absolut toxisch ist, das aber irgendwie jeder mochte. Da habe ich ewig lang überlegen müssen, welches Buch jeder mag, das aber absolut toxisch ist. Und dann ist mir nur eins eingefallen, das wirklich sehr, sehr viele Leute mögen, ich es aber absolut hasse. Und das ist die After-Reihe von Anna Todd. Ich habe mir die Filme auch tatsächlich alle angeguckt, aber bei den Büchern habe ich nach dem zweiten Band abgebrochen, weil Hardin der absolute Inbegriff von männlicher, toxischer Kackscheiße ist. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Und ihr wisst, ich würde niemals irgendein Buch verunglimpfen. Aber dieser Charakter ist einfach so toxisch. Und ich habe beim Film gucken und auch beim Buch lesen, ich hatte richtig Aggressionen. Ich hätte ihm am liebsten irgendwas durchs Gesicht gezogen, weil der mich so wütend gemacht hat. Und ich weiß, ganz viele von euch lieben diese Reihe und es sei euch auch gegönnt, dass ihr diese Reihe liebt. Aber, ach nee, wenn mich ein Charakter so böse macht und so wütend macht, dann kann ich das nicht gutheißen, dann kann ich das nicht weiterlesen und das ist für mich einfach dann vergeudete Lebenszeit. Auch wenn Anna Todd einen richtig guten Schreibstil hat und es an und für sich Spaß macht, ihre Bücher zu lesen, aber ja. Hardin und ich, das ist wie Feuer und Wasser. Das würde niemals, niemals, niemals funktionieren. Kommen wir einfach zur nächsten Frage, bevor ich mich jetzt hier wieder aufrege. Zeige ein Buch, das dich vom ersten Satz an gefesselt hat. Und da würde ich gerne Finding Back to Us in die Kamera halten und natürlich auch den ersten Satz vorlesen. Da heißt es nämlich, ich würde nie erfahren, was Meghan Trainor mit Marvin Gaye trieb. Denn als ihre Stimme ertönte, zog ich mir die Kopfhörer aus den Ohren. Das ist jetzt kein philosophischer oder tiefgründiger Satz, aber es zeigt einfach, dass dieses Buch mit super viel Humor geschrieben ist. Und ich habe den Satz gelesen und dachte so, okay, auf dieses Buch hast du so richtig Bock. Und die Reihe von Bianca Iosivoni ist auch eine meiner liebsten New Adult-Reihen. Besonders der zweite Band, weil es da um ja, Streamer und Gamer geht und mich das Thema allgemein sehr, sehr fasziniert hat. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Buch, das ich auch jedem empfehlen würde, weil es einfach, ja, ein wundervolles Buch ist und dieser erste Satz zeigt einfach nur, dass diese Autorin super viel Humor hat und ich könnte mir bei Bianca auch vorstellen, dass die super gut in unseren Freundeskreis reinpassen würde. Das denke ich mir manchmal so bei random Personen. Diese Person hätte ich super gern in meinem Freundeskreis, auch manchmal bei Protagonisten, muss ich ehrlich gestehen. Die nächste Frage zielt so ein bisschen auf mein Schreiber-Alter-Ego ab, auf mein Autoren-Alter-Ego. Zeig ein Buch, das dich zum Schreiben inspiriert hat. Und da kann ich euch eigentlich kein bestimmtes Buch zeigen. Ich halte einfach mal stellvertretend für die Green Valley-Reihe New Wishes in die Luft, weil ich ja, diese ganze Reihe einfach geliebt habe. Diese Reihe ist für mich eine Wohlfühlreihe und ich dachte mir damals, ich möchte etwas schreiben, nicht wie Lily Lucas, aber etwas, wo die Leute sagen, ich lese das Buch und fühle mich einfach nur wohl. Im Setting, mit den Protagonisten, mit allem, was dieses Buch mitbringt. Und deshalb, ja, es begann mit der Green Valley-Reihe. Ich habe mich darin sehr wohl gefühlt und es hat mich dazu inspiriert, selbst sowas zu kreieren. Dann hieß es, zeige ein Buch, das dich an dein eigenes Leben erinnert. Und das fand ich irgendwie richtig spannend, weil es super viele Bücher gibt, bei denen ich sagen würde, okay, diese Sequenz erinnert dich total an mich selbst. Oder
diese Momentaufnahme aus dem Leben eines Protagonisten erinnert mich an mich selbst. Und da habe ich mich für Love Game entschieden. Da sind die beiden Protagonisten ja Single, verbringen eine Nacht zusammen und werden dann Freunde. Und diese Situation hatte ich zwar so nie, aber ich hatte mich schon mit Leuten für ein Date verabredet, bei dem man dann festgestellt hat, okay, als Paar würden wir gar nicht funktionieren, aber als Freunde sind wir richtig toll und manche von denen habe ich bis heute in meinem Freundeskreis. Hier am Ende, Spoiler-Alarm, kommen die beiden zwar dann doch zusammen, aber das ist bei mir nicht passiert. Aber es hat mich so ein bisschen daran erinnert, ja, aus ja eigentlich anderen Absichten, zum Beispiel dieses Daten, kann manchmal auch eine wundervolle Freundschaft entstehen. Und ja, so war es ganz lange Zeit auch hier und deshalb hat es mich irgendwie so ein bisschen an mich erinnert. Aufgabe Nummer 9 wäre, zeige ein Buch, das du nochmal lesen würdest, weil es dir gut tat. Das wäre zwar ungefähr so wie, zeige ein Buch, das du nochmal zum ersten Mal lesen wollen würdest, aber hier steht nichts mit zum ersten Mal. Und dann dachte ich mir, okay, ein Buch, das ich immer und immer wieder lesen würde, weil es mir gut tut, würde ich jetzt einfach mal so die Frage deuten. Und da habe ich mich für Autumn in Your Eyes entschieden, weil ich das auch als absolutes Wohlfühlbuch empfunden habe. Es war ja der Debütroman von Elle. Und ich fand ihren Schreibstil sehr, sehr blumig, sehr bildlich. Also sie hat wirklich, egal welches Setting wir gerade hatten, versucht, das alles so zu beschreiben. Die grüne Wand und die gelbe Tapete und da auf der Couch lagen lila Kissen mit purpurfarbenen Bämbeln und was weiß ich. Also man konnte sich richtig schön reinversetzen. Außerdem ist das Setting auf Cozy Island einfach nur magisch. Es ist idyllisch, es ist schön, es ist angenehm. Und deshalb würde ich für diese Frage auch Autumn in Your Eyes wählen. Ich habe leider die Folgebände noch nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass die ähnlich Wohlfühlatmosphäre haben. Und die letzte Frage wäre, zeige ein Buch, das total underrated ist. Und ja, das ist irgendwie so ähnlich wie die Frage, zeige ein Buch, das mehr Aufmerksamkeit verdient aus dem letzten Video. Aber ich dachte mir, ich zeige hier nochmal eine Reihe, oder ich nehme diese Aufgabenstellung nochmal als Anlass, eine Reihe in die Kamera zu halten, die mich wirklich sehr bewegt hat und die ich auf Bookstagram fast noch nie gesehen habe, noch weniger als die Nights-Reihe. Und zwar ist das die Schottland-Reihe von Kira Moon. Da geht es ja um ein Mutter-Tochter-Duo, also im ersten Band geht es um die Geschichte der Tochter, im zweiten Band um die Geschichte der Mutter. Und die beiden wissen nichts voneinander und finden sich auf nicht mysteriöse Weise, aber durch einen Zufall stößt die Tochter eben auf ihre Adoptionsurkunde und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Warum die Mutter nichts von der Existenz der Tochter weiß, ist natürlich ein großes Fragezeichen und auch sehr untypisch, aber genau das macht den Charme dieser Bücher aus und ich habe sie einfach so, so gerne gelesen. Ich hatte ja vorher die Island-Reihe von Kira Moon gelesen, die mich ein bisschen enttäuscht hat. Dann kam die Schottland-Reihe und hat alles komplett wieder rausgerissen. Also wenn ihr was wollt, wo ihr richtig Rotz und Wasser heulen könnt, dann lest ihr diese Reihe. Absolut underrated und absolut lesenswert. Ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit meinem heutigen Video. Das waren die zweiten 10 Fragen quasi, die ihr mir oder Aufgaben, die ihr mir gestellt habt. Ich packe euch die Bücher wie immer in die Infobox. Da gibt es den Affiliate-Link zu Thalia und zu Amazon. Und jetzt würde ich mich von euch verabschieden. Habt's fein. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss.